Wir reden heute über die quasi unkaputtbare Krone Trailerachse. Aber nicht nur die in einem früheren Beitrag von Krone TV gezeigte Standardachse ist an Zuverlässigkeit nicht zu übertreffen. Dies gilt selbstverständlich auch für alle Achsvarianten, wie die verstärkte Krone-Achse Reinforced, die Huckepack und die Mega-Achse. Für den Einsatz der Auflieger in besonders schwierigem Terrain hat Krone die Standardachse an den entscheidenden Stellen massiv verstärkt. Das Ergebnis? Die Krone-Achse Reinforced mit verstärktem Achsrohr und verstärktem Federlenker. Und selbstverständlich hat auch die Reinforced, analog zur Standardachse, 6 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung auf das Achsrohr und auf das einteilige Radlager. Und der verstärkte Stoßdämpfer, im Übrigen das einzige mit bloßem Auge erkennbare Unterscheidungsmerkmal, freut sich auf jede anspruchsvolle Schotterpiste. Bei der Verladung eines Aufliegers auf einen Bahnwaggon bedarf es einer speziellen Huckepackachse mit geteilter Luftfederglocke, damit beim Anheben des Aufliegers nicht der komplette Luftfederbalk auseinandergezogen wird. Und bei der Mega-Achse für Fahrzeuge mit einer Innenhöhe bis zu 3 Metern verläuft der Federlenker aus Gründen der Bauhöhe unterhalb des Achsrohres und der Durchmesser der Bremsscheibe misst nur noch 370 mm. Ansonsten werden auch bei allen Sonderbauformen der Krone-Trailerachse selbstverständlich die gleichen Premium-Komponenten verbaut wie bei der Standardachse. Und allen Achsen ist auch gleich das Prinzip des sogenannten Schwimmsattels. Was genau geschieht beim Bremsvorgang? Der Bremszylinder drückt den inneren Bremsbelag direkt an die Bremsscheibe, drückt immer weiter, sodass durch die Reaktionskraft am Boden des Bremszylinders der komplette Sattel über die Bremsscheibe gezogen wird und am Ende auch der äußere Bremsbelag an der Scheibe anliegt und wirkt. Aber losgelöst davon, ob nun Standardachse oder Sonderbauform, die Hauptsache ist, dass auf dem Radflansch die Krone prangt.